1450. Es ging, Untertitel hieß, können Serifen funktional sein? Und ja, als Designer habt ihr das wahrscheinlich alle mal miterlebt oder erlebt, dass man geht zum Kunden, man zeigt was, es gibt verschiedene Schriften und dann, ja, dann nehmen wir zum Beispiel diese Antiqua hier und dann sieht man, dass der Kunde so ein bisschen abschweift und dann versucht man das noch zu retten und sagt, ja, das sind mit den Serifen und so. Und dann sieht man, dass er noch mehr abschweift und dann versucht man das dann den Details zu erklären. Und ja, dann merkt man eigentlich, dass diese Leute, dass es bis dahin teilweise auch nie gesehen haben. Ne? Also Schrift ist Schrift, es gibt Schreibmaschinenschrift, es gibt Schrift am Computer, es gibt die Handschrift und dann ist eigentlich auch so ein bisschen auch vorbei. Also manchmal haben wir das Gefühl, dass wir Dinge sehen, die andere nicht sehen, aber ja, wir verdienen trotzdem aber unser Geld damit. Und so wie zum Beispiel diese hier, also es gibt, obwohl viele Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht so richtig wissen, wie viele Schriften es gibt oder dass es überhaupt verschiedene gibt, kann man trotzdem ja, Schrift in Identitäten einbauen. Das sind jetzt mal so ein paar Dinge, die ich gemacht habe. Das war Jet, das war das Designer-Benzin, das ist HIM, das ist Benzin für die Zone. Für die, die zu große Autos fahren, aber trotzdem dann wieder am Benzin sparen wollen. Ja, irgendwann mal kam mir diese Geschichte über den Weg, die DIN-Schrift, und daraus wurde dann auf Anregung von Spiekermann diese Geschichte, die immer mehr und größer wurde und auch recht erfolgreich, sogar hier an dem Kanzleramt. Schröder applaudiert, er weiß nicht warum, aber ich und ihr anscheinend auch. Ja, was passiert beim Lesen? Lesbarkeitstests, Textarten, Erkennbarkeit und Lesbarkeit, Optical Scaling. Dann geht es ein bisschen um die DIN-Norm, weil ich bin ja seit 2009 einer von den Leuten, der in einem Normausschuss darüber diskutiert hat, ob man die Norm für Leserlichkeit von Schrift überarbeiten kann. Da weiß Andreas Überle auch noch den Anfang von. Das ist nämlich genau mit dieser Bundestagsgeschichte, das hat damals gespielt. Und die DBSV vor allem, das ist der Deutsche Verband für Schlechtsehenden, hat dann, ja, die wollten dann eigentlich diese Lesbarkeitsnorm nochmal auf neue Füße stellen. Früher war das eigentlich nicht viel mehr als so eine Distanztabelle, die sagt, von serifenlose Schrift ist das Beste, was es gibt. Und für alles eigentlich, außer Bücher, Magazine, Zeitschriften, weil da beschäftigen wir uns nicht mit. Und das andere Fazit war dann eigentlich von, ja, auf so viel Meter brauchst du so eine Schriftgröße und so viel Meter, so eine Schriftgröße und so viel Meter brauchst du so eine Schriftgröße. Viel mehr war das nicht und das war denen zu wenig. Und naja, dann haben die vom DIN angerufen und haben gesagt von, ja, also Herr Pohl, wir kennen Sie, Sie haben doch diese Schrift gemacht, Sie waren deswegen bei uns auch nochmal recherchieren, und aber jetzt droht die Gefahr. Weil wenn diese Leute da alleine sitzen, dann kriegen wir nachher Großdruckbücher und so, ne? Weil das, ja, für 10% der Bevölkerung vielleicht besser oder für 7, aber nicht für 70 andere. Ne? Und außerdem würden die Verlage pleite gehen und naja. Also dann haben Andreas und ich haben da verschiedene Leute versucht zu engagieren, haben eine Truppe zusammengesetzt und naja, im April wird es dann soweit sein und gibt es eine neue Norm dafür. Ich erzähle so ein bisschen über was es über Lesbarkeit gibt, was da passiert und was für Erkenntnisse da man vielleicht draus ziehen kann. Ja, was passiert da eigentlich? Wir sehen eigentlich nur so ein ganz kleines Stückchen scharf, aber unser Auge ist schnell, also wir können ja hin und her rutschen und das ist eigentlich, was wir machen. Wir fixieren, wir lesen nicht Buchstabe für Buchstabe. Die Serifen helfen ja auch nicht dabei, dass wir von Buchstabe zu Buchstabe gehen, so wie der Otto Eicher das beschreibt. Also man muss das eh nicht nach unten verbiegen, um bis zum nächsten Buchstaben zu kommen. Das geht ja viel schneller. Das wäre sonst auch gar nicht möglich in der Geschwindigkeit, wenn wir jedes Element einzeln abklappern würden. Nur wenn wir zweifeln, also wenn wir merken, dass der Kontext uns etwas erzählt, was so im Detail, im wahrgenommenen Detail nicht stimmt, dann müssen wir nochmal zurück. Also wenn es Fehler gibt oder neue Worte oder was auch immer, dann werden wir unsicher und dann gehen wir zurück und so eiern wir durch diesen Text durch.
das geht umso schneller, umso mehr wir wissen, also vorausahnen, was hier ist. Das ist eigentlich eine der wichtigsten Sachen. Solange wir das Gefühl haben, dass wir uns auf diese Suppe hier verlassen können, springen wir schnell weiter. Und umso weniger Fehler es hier gibt, umso weniger müssen wir auch zurück. Das ist eine der Erkenntnisse, die es da gibt. Ja, weil es gibt zwei Arten von Lesen. Also es gibt ein bisschen mehr, aber man kann das auf diese Geschichte für uns jetzt runterkochen. Und deswegen ist es auch schwierig, da über die Untersuchung was auszusagen, weil das Lesen ist ein komplexer Vorgang. Man kann immer bestimmte Details da rausleuchten und sagen von, ja, hier passiert das, da passiert das. Und so kann man das betrachten und immer sind dann die Wahrheiten natürlich auch andere, weil man immer andere Aspekte testet. Also das ist Kevin Larson, der führt das Microsoft, die Microsoft-Abteilung, die für die Entwicklung von ClearType zuständig gewesen ist, beziehungsweise dafür hat er den Research gemacht. Also das ist jemand, also es gibt kaum Leute, die so viel über Lesbarkeit von Schrift wissen wie er. Das ist sein Fazit. Also viele Untersucher glauben heutzutage, dass die Menschen zwei Systeme haben. Ein etwas langsames, komplexes und bedachtsames Denken involviert und eins, was automatisch schnell und aufmerksam ist. Das zweite, schnelle Erkennung genannt, erlaubt den Menschen, schnelle Entscheidungen zu treffen aufgrund von relativ wenig Informationen. Also ne, aufgrund von wenig Information kommen wir eigentlich viel schneller weiter, als wir an den Einzelteilen zusammenzählen würden. Also das heißt, ich muss mich auf eine Konvention verlassen können, weil sonst komme ich ins Strudeln. Das heißt, eigentlich ist das Regel Nummer eins. Also unkonventionelle Schriften sind schwieriger zu erfassen und konventionelle Schriften sind leichter zu erfassen. Was man am häufigsten gelesen hat, das kann ich in der Regel auch am besten lesen. Weil grafische Systeme gibt es wie Sand am Meer. Also das machen die Japaner und die Araber und die Inder, machen alle andere Geschichten. Und trotzdem lesen die nichts schlechter als wir. Das heißt also nicht, dass bestimmte Dinge da irgendwie rausragen. Also es gibt eine enorme Variation von Formen, die wir verarbeiten können. Nur wir können kein Japanisch, weil wir das noch nicht gelernt haben. Also konventionell ist besser als unkonventionell. Eine Randbemerkung hier schon noch. Also es geht mir in diesem Vortrag vor allem um Lesetext. Also das, was man in Büchern, in Magazinen, in Zeitungen, auf Websites, wo man länger sich mit denen auseinandersetzt. Für die ganze andere Geschichte, Überschriften, ist es eigentlich kein Thema. Dann kann man alle Schriften nehmen, die man will. Man muss nur die Schriftgröße groß genug machen. Dann kann man schreiben, was man möchte. Aber wenn es klein wird, dann wird es schwieriger. Ja, Lesbarkeit braucht Konventionen, das sieht man an dieses wunderbare Beispiel. Also das ist das Corporate Design für das Stedelijk Museum in Amsterdam. Ich glaube, eine der grauenhaftesten Geschichten, die uns je passieren konnte in Holland. Und ja, da sind die Grafiker dann auf solche wirre Ideen gekommen. Das hat die Feuerwehr, glaube ich, dann verboten. Irgendwie muss man da auch wieder raus, ne? Wenn es ernst wird. Und naja, das sind so die Sachen, wo es dann eigentlich harmlos ist. Ne? Da sind solche Sachen geblieben. Ja, was hier schief gegangen ist, ist eins. Ne? Es geht nicht darum, dass man nicht mit verschiedenen Elementen wieder was Neues machen kann. Und natürlich kann man auch aus Buchstaben ein S machen. Aber das, was hier verloren gegangen ist, ist ungefähr ein Viertel der Informationen. Wenn wir jeder, der visuelle Grundlagen gemacht hat, weiß, Form ist schwarz und weiß, also Vordergrund und Hintergrund. Wenn ich den Hintergrund wegnehme, habe ich keinen Kontrast mehr, dann habe ich nur noch den Vordergrund, dann habe ich schwarz auf schwarz, kann ich nichts lesen. Also ich brauche schwarz und weiß. Also weiß ist genauso wichtig, schwarz sind die Buchstaben, weiß ist der Hintergrund. Der Hintergrund besteht aus zwei Formen, das ist hier die Innenform und das ist hier die Zwischenform. Und hier ist die Zwischenform weg, also ein Viertel. Also kein Wunder, dass das nicht so richtig funktioniert. Ja, also beim kontinuierlichen Lesen von Büchern, Magazinen, Zeitungen verlassen wir uns auf Intuition und darauf,
dafür brauche ich eine Konvention, weil sonst funktioniert das nicht. Es gibt, wie der Übler auch schon gesagt hat, es gibt viele Lesbarkeitstests, die gemacht worden sind. Die meisten scheitern eigentlich schon an der statistischen Masse. Die meisten Untersuchungen, das sind so vielleicht so, ja, also 20 Leute, 40 Leute, 50 Leute und 5 kriegen die eine Schrift, 5 kriegen die andere Schrift. Gelesen wird oft am Bildschirm, also da, wo das kann ja überhaupt nichts aussagen über Schrift in Magazine oder in Zeitungen oder in Bücher, weil das eine ganz andere Auflösung ist, das sind ganz andere Lichtverhältnisse. Also ja, also es wird wie ein Äpfel mit Birne verglichen und dazu dann eigentlich auch noch unehrlich. Es gibt nur ganz wenige Untersuchungen, wo wirklich wissenschaftlich gesehen auch eine Aussage getroffen wird, wo wir als Designer was mit anfangen. Das ist das große Problem. Also die können dann sagen, Harry Potter ist schlechter lesbar als Times, aber ja, das wusste ich auch schon. Das ist natürlich nichts Neues. Ne? Das ist so eine typische Untersuchung. Hier wird verglichen, Times New Roman Georgia in 12 Punkt, die Aria und die Verdana in 12 Punkt und dagegen dann nochmal das gleiche in 14 Punkt. Und ja, das ist also 8 verschiedene Varianten, aber es ist natürlich unehrlich, ne, weil die Areal ist ja viel größer als die Times. Das ist natürlich nicht größer, weil beide sind 12 Punkt und die anderen sind 14 Punkt, aber die sehen größer aus. Ne? Also auch wenn die Punktgröße gleich ist, die Mittellänge, die ja am bestimmendsten ist für den Eindruck, wie groß eine Geschichte ist. Und das ist natürlich der Schlüssel, aber an dem Moment, dass ich das so nebeneinander setze und dann Texte am Bildschirm packe, dann ist das kein ehrlicher Vergleich. Dann haben die Leute gefragt, anhand von Texten, nicht anhand von dieses Charts, aber von was findest du dann am besten? Und das ist, ich hab heute die hässlichsten Infografiken, die es gibt. das kommen noch so ein paar. Und ja, das sind die Grafiken. Das ist, was passiert, wenn man die Designer sozusagen nicht ranlässt, wenn man nur so ein bisschen mit Excel fubbelt und dann zu früh aufhört, dann kommt auch nicht viel mehr raus als diese Geschichte. Das ist auch. So, eigentlich, wir sehen nicht, was da dargestellt wird, weil das Beste, das ist nämlich das hier. Das ist nämlich most preferred und das ist least preferred. Und wir würden sagen, umso größer, umso besser. Ist ja nicht so, ist genau andersrum. Also die wenigst favorisierte Schrift ist die 12 Punkt Times New Roman. Und die meist favorisierte Schrift ist die 14 Punkt Arial. Also die größere Schrift, und daraus haben die dann gemacht, ja, kannst du mal sehen hier, also wenn man Leute einfach mal fragt, wenn man tut, was der Kunde möchte, dann wünscht der Kunde sich Arial und Verdana. Und Georgia und Times ist weniger gefragt. Ne? Das ist also ganz wichtig hier. Und dann haben die gleichen Menschen, haben die dann Texte gegeben, haben die nachgemessen, wie lange brauchst du, um zu lesen. Und das ist auch falsch rum, ist auch nicht das Höchste ist das Beste, aber das Niedrigste ist hier das Beste. Das ist nämlich die Zeit, die man braucht, um einen gegebenen Text zu lesen. Und man kann hier sehen, dass die 14-Punkt-Schriften schneller gelesen werden als die 12-Punkt-Schrift. Also ich brauche weniger Zeit. Und das Witzige ist aber, das ist für uns eigentlich eine interessante Information, ist, dass es eigentlich nicht so viel ausmacht, ob das nun serifenlos oder Serifenschrift ist. Aber die Größe, das ist die Größe der Schrift ist eigentlich die größte Aussage. Wenn wir ins Detail gucken, dann sehen wir natürlich hier, dass hier der 14 Punkt Times, das war das Allerschnellste. Also die Unterschiede sind nicht so groß, aber es ist schon frappant, weil es ist genau das Gegenteil von dem, was man behauptet. Also das schnellste Auto ist, naja, das ist kurz andere Vergleich. Aber es geht darum, dass wenn man wissen möchte, was los ist, dann muss man nicht die Leute fragen, was meinst du? Aber man muss gucken, was die Leute in Wirklichkeit machen. Weil gemacht und getan ist ja nicht das Gleiche. Dabei kommt noch, also die beste, die 14 Punkt Times ging am schnellsten, aber wir hatten vorher gesehen, dass die Mittellänge von der Schrift ist hier 125%, ich habe es nachgemessen, 125
16% größer als der hier. Also würde man den hier auf die gleiche Größe bringen wie der da, dann wäre das Ding noch weiter nach unten. Also ist einfach nicht gut genug gemacht. Eine viel bessere Untersuchung ist diese hier, das ist von Wendt, schon uralt, 65 gemacht. Der hat ja pro Schrift hat er 100, ungefähr an die 100 Probanden gemacht. Also das statistisch gesehen ist das eine Datenbasis, die ein Vielfach ist von diesen Geschichten am Bildschirm, die es heutzutage gibt. Also insgesamt 1800 Leute und 1016 verschiedene Schriftschnitte getestet. Hier ist was durcheinander. Sollte eigentlich davor sein. Also die Frage ist, aus der vorigen Untersuchung, die man sich stellen kann, warum präferieren ältere Menschen Grotesk-Schriften, wenn sie aber Antiqua besser lesen? Das kommt noch dazu. Also das, was hier getestet wurde, in dieser Geschichte hier, das waren keine Schüler und so, die flott sind im Lesen, also keine Gymnasial-Abiturienten und so, aber das sind Menschen über 60, also genau die, und die auch, das sind ja auch alles Leute, die eine schlechtere Sehschärfe haben als der Durchschnitt, der hier im Saal sitzt, also alles Visus unter 0,7. Zurück zu Wendt. In dieses Buch, hier, kann man hier kaufen, 19 Euro, befindet sich diese Grafik, die ich hier zeige. Und diese Grafik, da steht auch das dran, was hier steht. Und das ist auch nicht, was in Wirklichkeit Sache ist. Hier steht nämlich, hier ist Futura. Und hier drunter ist die Bodoni. Also das, was wir als Grafiker dann hieraus lesen wollen, ist, siehst du? Also, das macht ja nichts aus, ne? Futura Bodoni, also hier ist die Futura schlechter lesbar, die Futura Light und die Bodoni ist am besten. Und dann hier kehrt sich das um, warum, weiß ich auch nicht. Aber wir denken hier, dass hier steht, Futura ist ein bisschen besser als Bodoni, sei es, du nimmst die magere Bodoni, dann ist die besser. Das stimmt nicht. Also dies ist, was passiert ist, der Wendt hat 16 Schnitte getestet. 4 gerade Bodoni, 4 kursive Bodoni, 4 gerade Futura, 4 kursive Futura. Was hier gemacht worden ist, das hier ist die kursive und die Antiqua der Bodoni, Futura zusammengerechnet und das ist auch Futura und Antiqua Antiqua und Kursive der Bodoni zusammengerechnet. Das kann natürlich nicht wahr sein, weil wenn wir wissen wollen, was ist lesbarer für einen Lesetext, ist das in diesem Fall lieber Futura oder Bodoni, dann kannst du natürlich nicht die Kursive da im gleichen Maße zuaddieren, weil wir lesen die Kursive in ein normales Buch, lesen wir vielleicht gar nicht, weil es da keine Kursive gibt. Wenn es ein bisschen komplexere Literatur ist, dann ist da natürlich Kursive drin, aber vielleicht nur ab und zu mal ein Satz, wo etwas ausgezeichnet worden ist. Und also natürlich haben wir kursive Schriften, haben wir fette Schriften, aber die benutzen wir nicht für Lesetext, die benutzen wir als Auszeichnung. Und dann ist es ja gar nicht schlimm, wenn etwas langsamer gelesen wird. Manchmal ist es sogar von Vorteil, wenn bestimmte wichtigere Informationen und Informationen, die anders ist, nicht nur ausgezeichnet ist, nicht nur anders ist, aber sogar auch langsamer wahrgenommen wird. Also auch hier, also der Wendt ist ein sehr ernster Mensch, also einer der seriösesten Untersucher, den ich überhaupt mal getroffen habe. Ich habe wieder Kontakt mit ihm aufgenommen, weil ich habe immer diese Grafik nicht geglaubt. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und er hat mir, erstens hat er mir vor Jahren schon gesagt, das war vor 20 Jahren, Herr Pohl, regen Sie nicht auf. Hier steht was ganz anderes. Es geht nicht um die Futura und die Bodoni. Es gibt eine Aussage, die viel wichtiger ist. Das ist leicht, das ist fett. Und die Aussage hier ist, normale Schriften sind viel besser lesbar als fette Schriften. Also sagen wir, ja gut, wusste ich ja, also man setzt kein Buch in eine fette Grotesque, macht man eigentlich nicht, also kein Roman. Vielleicht, wenn man als Gestalter sich ein Statement abliefern will, aber ein normales Buch oder eine Zeitung würde man nicht machen. Aber für uns ist die Aussage wichtig, leicht ist besser als fett. Trotzdem war ich damit eigentlich nie zufrieden und ich habe ihn aufgesucht und
Da haben wir das dann erzählt, von ja, also da sind gerade und kursive Schnitte zusammengerechnet. Es gibt noch eine andere Grafik, aber die steht weder in diesem Buch noch in das Buch von Peter Caro, wo er seine Geschichte ebenfalls publiziert hat. Das ist die Wahrheit. Also hier ist die Schrift, die am schnellsten gelesen wird. Hier ist die magere Futura und die Schrift, die, also Bodoni schneidet hier schlecht ab. Und hier sind sie praktisch gleich. Und dann geht es natürlich auch beide wieder nach unten. Die helle Farben sind die kursiven und die dunkle Farben sind die, ist die Antiqua. So, dann habe ich mir, ich bin zu ihm gefahren, der hat ja eine Ferienwohnung irgendwo in Schleswig-Holstein. Und das ist, was wir nie gesehen haben. Das hier sind die Schriften, die er getestet hat. Also er hatte ja immer noch von jedes Testfahne, das sind 3000 Worte pro Bogen gewesen, also eine richtig auch eine schöne Datenbasis, aber das ist, was gemacht wurde. Hier, das ist Bodoni Light, das ist Bodoni Regular und das ist Futura Light und das hier ist Futura Regular. Und dann sagen wir natürlich als Typografen, ja, kann nicht angehen, kann nicht angehen. Diese Schrift, diese hier beiden, die sind also 25% größer als die. Das ist nur, weil die Bodoni hat lange Oberlänge und lange Unterlänge. Passt nicht auf den Kegel. Also machst du die Schrift kleiner. Schriftgröße, die er getestet hat, war 10 Punkt Dido. Und das ist heutzutage 9 Punkt Pika. Das ist also verdammt klein. Bodoni Regular ist gar kein Bodoni Regular. Das ist Linotype. Linotype hat die Geschichte von Haas, glaube ich. Und Haas hat irgendwann mal einen Bodoni nachgeschnitten. Aber viel zu kräftig. Und weil, das nicht, weil die das dann gemerkt haben, haben die gesagt, von naja gut, jetzt machen wir das nochmal neu, aber dann ein bisschen leichter. Aber wenn das Ding schon Bodoni normal heißt, ja was machst du dann? Dein Kunden erzählen, ich habe das verändert, machst du nicht. Nein, lass du stehen und gibst das neue Kind einen neuen Namen. Also nennst du das Mager. Also auf Englisch leicht. Also leicht ist eigentlich normal, weil wenn wir diesen Grauwerten hier mal vergleichen, ne, dann ist das das Gleiche eigentlich vom Grauwert. Die beiden sind gleich. Also diese Dinge nach Schnittbezeichnung und nach Punktgröße miteinander zu vergleichen, ist Unsinn. Also ich habe es auseinandergerechnet. Ich habe dann gesagt, von die Werte für Bodoni, die, also die Schrift ist eigentlich, hätte eigentlich größer sein müssen. Ich habe den Effekt, habe ich aus anderen Untersuchungen geholt, und gesagt, was ist der Effekt von der Schriftgröße auf die Lesbarkeit. Ist natürlich nicht so, wenn du eine Schrift 25% größer machst, dass die Lesbarkeit um 25% steigert. Das ist Unsinn. Also das ist nur ein Viertel ungefähr. Und das habe ich hier reingerechnet und dann habe ich die Bodoni natürlich nach rechts geschoben, weil sie also auch mit Mathematik und jetzt liegt sie deutlich über die Futura. Also ich habe es Wendt geschickt, der hat gesagt von, Herr Pohl, also statistisch gesehen ist das nicht so ganz wahr, was Sie da machen. Tendenz stimmt, aber anscheinend ist hier noch eine leichte Übertreibung drin, aber man sieht schon, was am Ende passiert. Und das Nette ist natürlich, Bodoni schneidet vermutlich besser ab. Man muss es natürlich eigentlich, das ist nur eine Hypothese. Und das ist das Problem, was wir haben. Ne, das, eigentlich müssen wir nochmal 1800 Leute haben und das nochmal durchziehen. Weil erst dann wissen wir wirklich, was. Das ist nur eine Vermutung. Ja, das Fazit von der Wendt-Geschichte ist, Hauptfette und fette Schriften sind schlechter lesbar als normale Schriften. Die normale Bodoni ist zwar etwas besser als die, lesbar als die Futura, aber also das ist das Gute für uns. Es gibt natürlich besser Antiqua-Schriften, die besser lesbar sind als Bodoni, weil ne, das hier, also wenn wir das mit einer Garamond vergleichen oder mit einer Swift oder mit einer Times, das ist alles viel besser als was da steht. Also das ist, also wenn man, es gibt, die wenigsten Bücher werden aus Bodoni, Dido oder Walbaum gesetzt. Das ist alles klassizistische Antiqua und normalerweise wird Literatur aus einer Renaissance-Antiqua gesetzt. Vielleicht nochmal aus einer Barock-Antiqua, wenn es hochkommt. Aber dann ist dann auch Schluss. Also viel untersucht, aber es ist schwer, das für die tägliche Praxis umzusetzen. Also, ja, was macht man dann, wenn man das Ganze in eine Norm packen will? Das ist natürlich hier, ich habe ja alles nur so.
Aber ein paar Sachen sollte man da reinsetzen. Also heutzutage ist es nicht mehr so schwierig zu sagen, es geht um die Mittellänge. Früher hat man gesagt, ja, 9 Punkt, 10 Punkt, Blei, es gibt kein 9,5. Also man muss, wenn man damals gesagt hätte, du musst eine X-Höhe von 1,5 Millimeter haben für einen Fließtext, dann hätten alle gesagt, ja gut, also scheitert leider an der Ausführbarkeit. Ne? Dass du hast 10 und 11 Punkt, 11 Punkt, dann ist das Buch zu dick und 10 Punkt ist es zu klein für das, was du da behauptest, also vergiss es. Aber heutzutage können wir das machen. Also das Maß ist die Mittellänge und ja, wie macht man das denn? Also wir haben ja gemerkt am Anfang, Bauhaus und Futura und diese Vergleiche, es geht darum, dass manche Schriften, wenn sie groß genug sind, dann ist es eigentlich egal. Also kann man eigentlich nicht so ein gesetzartiges Dokument aufstellen, was etwas über alles sagt. Das geht ja nicht. Also man muss es einteilen, man muss sagen, es gibt verschiedene Arten von Texte und danach richtet sich vielleicht auch mal eine Regel. Ja, dann haben wir geguckt, was macht man dann da am besten, dann haben wir diese Begriffe rausgefiltert. Eigentlich, also wenn man Text sortiert in Fachliteratur, wenn man das Ding einen Namen gibt, dann kommen eigentlich diese drei Sachen raus. Es gibt erstens den Lesetext, sagen alle, haha, ja, Text ist ja immer Lesetext, ja, aber das ist ja auch normal. Also es geht ja um die Norm, also geht es darum, was normal ist. Und das ist der Lesetext hier, das ist der Schautext. Geht es nicht nur darum, das zu lesen, das hat ja auch eine Anmutung. Und das ist hier Konsultationstext. Also das ist weniger wichtig und das ist auch weniger wichtig. Also das muss nur groß genug sein. Irgendwann kann ich es sowieso lesen, egal was für Schrift da kommt. Und das ist hier sekundäre Information. Das ist, wäre ja auch gemein. Ich kann hier hohe Anforderungen stellen. Aber hier ist es natürlich weniger wichtig, ob das länger dauert. Außerdem werden nicht alle das lesen. Das heißt, wenn der Schlechtsehendenverband sagt, ich möchte hier eine Minimumqualität haben, dann musst du auch sagen, aber nicht für alles. Ne? Weil wenn wir das genauso groß machen wie der Rest, dann ist die Typografie im Dutt, dann habe ich keine Hierarchie mehr und Typografie lebt von Hierarchie. Wenn es keine Headlines geben würde, dann würden wir in der Zeitung nicht mehr von vorne nach hinten kommen. Das ist alles Quatsch. Also ich brauche eine Hierarchie, das heißt, ich brauche Sachen, die größer sind, aber ich brauche auch Sachen, die kleiner sind. Und dafür kann man natürlich nicht die gleichen Regeln aufstellen. Das Politikum, was da drin ist, ist natürlich das hier. Weil darum geht es, ne? Das ist, man kann ja sagen, ihr könnt ja alles lesen und so weiter. Und heutzutage ist die Geschichte auch nicht mehr so brisant wie früher. Früher war es ja so, dass es gibt nur die Zeitung und es gibt nur dieses Buch. Das heißt, wenn man das nicht mehr lesen kann, das hier, dann bin ich aufgeschmissen. Dann brauche ich einen Großdruck oder eben nicht. Es gibt jemanden, der das dann vorlesen muss. Aber heutzutage haben wir Hörbücher, heutzutage haben wir das iPad, heutzutage haben wir den Kindle. Und damit kann jeder, im Prinzip kann man da, dass die Sehbehinderten im Ausschuss, die sitzen alle da mit ihren iPads und, und lesen das von da. Ne? Die brauchen nicht mehr den Print, aber hier natürlich schon. Also bei Medizin musst du wissen von ein oder zwei Tabletten. Dafür ist es natürlich auch nicht in Ordnung, wenn du dafür erst ins Internet musst und dann die Website suchen musst, was sowieso schon schwierig ist. Das ist eine Geschichte, die man nicht zumuten kann. Also dafür müssen dann schon die gleichen Begriffe gelten, die gleichen Regeln gelten wie für den Lesetext. Es sind kürzere Texte, aber ich habe den Anspruch, dass ich sie mühelos lesen können muss. Darüber ist natürlich, und hier geht es also Informationen im öffentlichen Raum. Natürlich sind das Schilder, aber es stehen die gleichen Sachen drauf. Auch hier habe ich einen Text zum Lesen. Ich habe hier, nenne ich jetzt mal Konsultationstext, weil ich die Begriffe schon mal hatte. Das ist nicht so wichtig. Also zu sagen, es muss alles minimal so groß sein. Genau der gleiche Quatsch. Und auch da sind die Headlines größer und können so gestaltet werden, wie sie wollen. Also, dass man eine Norm aufstellt, zum Beispiel Informationen im öffentlichen Raum, ist genauso zweifelhaft, das nur dafür gelten zu lassen und nur da die Regeln strenger zu ziehen als für den Rest. Das ist der schwierigste Art hier.
Also wenn wir jetzt als Designer davor stehen und dann sagen wir, oh, Schrift ist groß, ne? Also ist Schautext. Aber wenn ich das Schild, also dieser Betrachtungsabstand, der stimmt nicht, weil ich stehe ja nie vor diesem Ding. Das wäre schon längst zu spät. Eigentlich ist es eher sowas. Und dann würde ich sagen, von, ja gut, ist kleiner, ne? Also ist vielleicht ein Lesetext. Und, aber in Wirklichkeit ist es ja so, ne, dass das ist dann vielleicht auf die Netzhaut ungefähr so groß wie das, was ich im Buch lese. Aber das hier, eigentlich muss ich jetzt schon längst wissen, was hier los ist. Wenn ich das nicht schon jetzt weiß, dann ist es zu spät. Da gelten eigentlich die höchsten Anforderungen. Also man kann ja sagen, es sind ja nur Wegweiser, also nehme ich nur eine einfache Schrift und so. Man denkt vielleicht, dass man dann auf einen einfachen Weg aus der Nummer rauskommt, aber im Grunde genommen ist das, wenn man das vergleicht, eigentlich, weil so groß ist der Abstand noch nicht. Also wenn man alles miteinander, wenn man den Betrachtungsabstand mit reinnimmt in die Berechnung, dann sind diese Schriften, die wir hier auf Autobahnschilder lesen, die sind im Vergleich zu dem, was wir im Buch lesen. Im Buch lesen wir 9 Punkt, 10 Punkt, 11 Punkt, 12 Punkt, aber hier lesen wir 4 Punkt und 5 Punkt. Das kommt uns gar nicht so vor, aber es ist eigentlich enorm klein, wenn man weit genug weg ist. Also solche Buchstaben, aber dadurch, dass ich weit weg bin, ist es eigentlich nur so klein. Weil das noch eine extra Kategorie ist und weil in dem Bereich auch fast nur Grotesk-Schriften funktionieren, haben wir da die schlechtere Lesebedingungen eingerechnet. Das sind ja alles Schilder, die man auch nachts lesen können muss und auch bei schlechter Beleuchtung und bei Regen und bei Nebel und was weiß ich. Deswegen haben wir hier nochmal eine extra Gruppe eingerichtet, Signalisationstext. Weil sonst hätte man sagen müssen, von ja, was Fußnoten ist, kannst du ja alle so machen, aber dann kommt da die Times rauf und das wäre ja nicht im Sinne des Erfinders. Ja, was gibt es da nun eigentlich an wirkliche Erkenntnisse? Man kann ja sagen, alle Untersuchungen sind Quatsch, aber so wahr ist es dann leider auch nicht. Also das ist hier Schnellen. Schnellen hat diese Charts auf dem Gewissen, hat er gemacht. Ja, doch, das stimmt. Ja. Ich dachte, es war ein bisschen zu breit, aber ich glaube, das hat die richtige Proportion. Schneller hat die Optotypen entwickelt. Das ist so 1866, glaube ich. Es gab schon lange Charts mit Buchstaben drauf und dann hat man versucht zu ermitteln, naja, wenn du das noch lesen kannst, ist es ungefähr so. Und dann hat man diese Linsen danach geschliffen. Ja, du müsstest natürlich als Optiker möchtest du natürlich wissen, mit was für Linse man jemand helfen kann. Du kannst nicht eine Linse schleifen und sagen, hier, probier mal. Ach Mist, funktioniert noch nicht. Dann schleifen wir nochmal eine neue Linse. Das geht nicht. Also du brauchst eine Spezifikation. Der Mensch will sein Buch wieder lesen können. Also brauchst du auch, und du weißt, mit welchen Schleifverfahren du welche Linse kriegst. Also wenn du das in Ordnung hast, dann kannst du genau sagen, ich brauche diese Linse. Und dann kriegt man auch die Brille. Der hat damals lateinische Schrift benutzt. Wo das herkommt, da gibt es verschiedene Theorien. Also warum es diese komischen Buchstaben gibt. Was für uns jetzt wichtig ist, ist, dass es geht um diese Dinge, um diese Geschichte. Es geht einerseits um die Strichstärke hier. Ne, umso dünner eine Schrift ist, also Helvetica Extra Light, kann ich unter Umständen schlechter lesen als eine Schrift von normaler Strichstärke. Also brauche ich eine normale Strichstärke. Das ist hier also 5 Einheiten hoch, eine Einheit dick. Das andere ist diese Lücke. Und diese Lücke ist genauso groß wie die Strichstärke. Das hat er rausgekriegt. Ist ja gleich wichtig, weiß und schwarz. Also wenn ich diese Strichstärke erkennen kann, muss ich auch noch die Lücke hier erkennen können. Das Witzige ist, dass ich mit den Buchstaben komme ich meinetwegen bis hier, aber mit der Mustererkennung komme ich noch viel tiefer. Also es ist nicht die einzige Wahrheit. Ne? Das, also Streifenmuster zum Beispiel, die in diese oder in diese Richtung gehen, kann ich länger weiter auseinanderhalten als Buchstaben.
Also es gibt nicht nur eine Mechanik im Gehirn, der sagt, das ist ein A. Das setzt sich zusammen aus verschiedenen Faktoren. Ist ein bisschen kompliziert, gehe ich also nicht weiter darauf ein. Aber man kann schon als Grafiker nochmal darauf gucken und sich sagen, von was ist das eigentlich? Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe gesehen, naja, eigentlich sind das Versalbuchstaben. Aber wie ist es jetzt mit den Kleinbuchstaben? Das ist ja viel spannender, weil Bücher werden nicht als Versalien gesetzt. Könnte man vielleicht machen, könnte man studieren, ob das vielleicht besser ist, aber es ist nicht das, was wir machen. Und wenn ich etwas wissen möchte über das, was wir machen, muss ich die Realität untersuchen. Also das sind Großbuchstaben, also muss ich mal gucken, was ist mit den Kleinbuchstaben. Also ich könnte hierzu ein O machen. Das O hat jetzt die gleiche Öffnung wie die Strichstärke. So, aber wie mache ich hierzu ein S? Geht nicht. Also es gibt kein S zu diesem, kleines S zu diesem O. Das müsste ich mindestens so groß machen. Aber auch dann, also wenn ich hier das S habe, dann kommt hier der Querbalken rein. Und das heißt, dass die Öffnung, die ich hier habe, ist nur halb so groß, wie sie sein darf. Also es gibt kein kleines S, was dazu passt. Das wäre, wenn ich das E mache hier, dann ist einfach die Innenform noch zu klein. Also der Kleinbuchstabe ist zu klein. Das heißt, wenn ich ihn etwas größer mache, dann ist es richtig. Weil genau jetzt habe ich die Bedingung erfüllt, nämlich dass die Öffnung genauso groß ist wie die Strichstärke. So, und also eigentlich, wenn man es jetzt mal umdreht, dann stehen da keine Großbuchstaben, da stehen Kleinbuchstaben. Man hat nur vergessen, die Ober- und die Unterlänge da dran zu rechnen. So muss man das sehen. Dann gibt es noch ein zweites Problem, und das ist das Problem der Erkennbarkeit hier. Natürlich ist es ja so, dass wir Erwachsene, das ist alles prima, wir kennen die Buchstaben, wir können auch sagen, was es ist. Aber auch Kinder, die 3 Jahre sind, die brauchen auch mal eine Brille. Oder Leute, die Russisch sprechen und kyrillische Schrift lesen können und nach Europa kommen, oder zumindest nach Westeuropa, brauchen auch eine Brille. Und wenn du dann lateinische Buchstaben aufhängst, ist nicht so gut. Also deswegen hat man irgendwann mal das C aus diesem Alphabet genommen und das hat Herr Landolt gemacht, deswegen heißt das Ding auch Landolt-Ring. Das in Deutschland heißt immer alles nach der Erfinder, und also vielleicht Dr. Landolt wahrscheinlich. Und die hat man in 4 Hauptrichtungen gedreht und auch noch mit den Diagonalen. Nee, das ist einfach, weil das können alle. Ja, nur die keine Hände haben, aber also die Kinder können sagen, das Loch ist da, das Loch ist da, das Loch ist da. Die brauchen noch nicht mal den Unterschied zwischen links und rechts benennen zu können. Also deswegen haben wir die Landolt-Ringe. Und jetzt ist der Witz natürlich, wenn ich das durchdekliniere, wenn ich sage, ich habe eine Schrift von 5 Einheiten hoch, Strichstärke 1 dick, also 5:1, und ich gucke mir dann mal an, was wir in der Wirklichkeit da miterleben, dann ist das hier, die DIN-Mittelschrift, die Schrift, die auf den Autobahnschilder steht, die ist genau 5 Kästchen hoch und 1 Kästchen dick. Also das wäre, also wenn man jetzt ganz krüde damit umgehen würde, heißt es, wenn man bei Linotype auf der Website guckt und den Text liest über DIN und liest von, ja, die Schrift würde nach Lesbarkeitskriterien gemacht, das ist das hier. Aber also das ist viel, aber es ist gleichzeitig auch wenig, weil es stimmt natürlich nicht. Also wir setzen unsere Bücher und Zeitungen und Magazine nicht außer den Mittelschrift, oder? Die ist zu kräftig, es ist eine Grotesque. Also es ist natürlich, also die Gesetzmäßigkeiten sind hier reingearbeitet worden. Aber die Geschichte ist auch nur halbwahr, weil ich weiß, dass ich Strichstärken wahrnehmen kann, die viel dünner sind. Also ich habe eine Mustererkennung und die ist hier nicht rein gearbeitet. Also dieses Modell ist nicht schlecht, aber es erklärt nicht alles. Das ist nochmal der Sehwinkel, das ist, was man dafür braucht. Also das ist witzig, also das ist auch das Problem, wenn wir als Grafiker mit Wissenschaftlern reden, dann sagen die von, naja, also das haben wir ja ausgerechnet, ne? Also ihr braucht Schriftgröße, muss minimal einen Sehwinkel haben von 13 Bogenminuten. Und dann sagst du, was, Bogenminuten?
Also wir messen Schrift im Punkt. Das ist vielleicht doof, aber es geht jetzt nicht anders. Und die sagen von, naja, aber es ist ja doch so, dass wenn die Schrift weiter weg wird, dann wird sie größer. Und dann müsstest du eigentlich eine Tabelle haben. Also eigentlich brauchst du nur diesen Winkel. Ne? Ist die Schrift zweimal so weit weg, dann muss sie zweimal so groß sein, um die gleiche Lesbarkeit erreichen zu können. Darauf basiert dieses Ding beim Augenarzt. Das ist nämlich so. Und das ist das Tolle, deswegen ist das Schnellen auch berühmt geworden. Da hat nämlich die unterste Lesegrenze definiert. Da hat er nämlich gemerkt, wenn das hier eine Bogenminute dick ist, und jetzt kommt ihr, ja, Bogenminute, was ist das für ein Scheiß? Die Bogenminuten kennt ihr, das ist das hier. Das ist die falsche Anführung. Wenn es zwei gibt, dann ist es Bogensekunde, und wenn es ein ist, gibt es Bogenminute. Und wenn ihr jetzt sagt, Unsinn, kann ja nicht wahr sein, das stimmt nicht. Also wenn man Sekunden- und Minutenangaben genauer anguckt, dann wird das genauso gebraucht. Und wer schon mal auf dem Schiff war und selber navigiert hat, weiß, dass das enorme Unterschiede sind. Man muss ja nur weit genug wegsegeln. Dann merkt man schon, ob man sich beim Zeichnen vertan hat oder nicht. Also das ist 1/60 Grad. Ist ja sehr wenig, ne? Aber es ist ja auch weiter weg. Und das Auge ist ja auch nicht so groß. Also, was er erfunden hat, ist, dass diese Strichstärke hier, wenn die eine Bogenminute dick ist, dann habe ich einen Visus 1. Und das ist sozusagen, was er aufgestellt hat. Das war natürlich eine schöne Zahl, die 1. Ne? Eine Bogenminute, Visus 1. Und dann hat er, das ist hier, also wenn ich jetzt, das ist auch Infografik, auch falsch. Das ist der dritte, der falsch ist, weil wir würden sagen, das ist der grüne Bereich und das ist der rote Bereich. Das stimmt natürlich nicht. Also wenn du nur das lesen kannst, dann bist du im roten Bereich. Und wenn du hier noch lesen kannst, das ist mehr als grün. Also stimmt nicht. Visus 1 ist das, was wir erreichen, wenn die meisten, ich denke mal 95% von denjenigen, die hier anwesend sind, erreichen, nachdem sie zum Augenarzt gewesen sind und die richtige Brille aufgesetzt bekommen haben, erreichen mühelos diesen Visus 1. Das, was wir alle können. Hier wird es dann schon kritisch. Hier, das ist in Wirklichkeit rot, weil hast du weniger als 0,7, dann darfst du nicht mehr Auto fahren. Schluss. Also, und in dem Bereich eiern wir eigentlich rum. Das heißt, die maximale Anforderung, die ich an ein Straßenschild stellen kann, das geht ja eigentlich noch, weil die wirkliche Sehbehinderung, die sind hier. Also wenn es darum geht, grüner Star und so und all diese Geschichten, das ist alles in den oberen Bereich. Ja. Also nehmen wir das nochmal hier, wir nehmen das mal raus. Wir nehmen diese Buchstaben, die beim Augenarzt, früher hingen sie, waren die Tafel zweimal so hoch und hingen sie auf 8 Meter Abstand, aber auch die Ärzte haben es nicht mehr so gut wie früher. Also heutzutage hängt die Tafel auf 4 Meter Abstand und sind die Zeichen nur halb so groß. Und wenn er noch weniger Geld hat, dann hat er sowieso so irgendwie so Computer und so und dann... Dann kann man das in viel kleineren Zimmer machen. Also, 4 Meter, wir nehmen diese Schriftgröße hier heraus und vergleichen das mal mit das, was wir als Grafiker kennen. Und das ist hier ein Leseabstand 40 cm, das ist die Schriftgröße 9 Punkt. Und dann sehen wir das. Also, das ist das Zeichen auf der schnellen Karte und das ist die Schrift, die wir lesen. Viel größer. Also wenn wir das erkennen können, dann ist das viel kleiner als das, was wir bei 40 cm zurückgerechnet vor Augen haben. Und das ist eigentlich reiner Luxus. Ne? Das ist, die Strichstärke ist ja viel dicker als das, was wir für Schnellen brauchen. Und diese Öffnung, die ich noch erkennen können muss, ist ja auch viel kleiner als die Öffnung, die ich hier habe. Aber das ist ja nur diese blöde DIN-Schrift. Und wenn wir das mal vergleichen, also Arial, also wenn man das 1:1 abbilden würde, dann würden wir Arial schon nicht mehr lesen können, weil die wäre zu dünn. Das heißt, man muss diese Dinge in richtiges Größenverhältnis zueinander bringen. Und ja, hier wird es witzig. Also das ist Times, 9 Pika-Punkt, also 8, noch was Tito-Punkt. Diese Öffnung ist ungefähr diese Öffnung hier. Und das erklärt, warum Times unter 9 Punkt schwieriger wird. Das ist, da fangen die Grenzen an. Also das heißt schon, das, was wir physikalisch hier wahrnehmen können, merken wir als Grafikdesigner eigentlich genauso. Und
Das erklärt auch, warum ich das hier etwas angenehmer finde, weil die Times mit ihren eigentlich viel zu dünnen Serifen, einmal gezeichnet für den Rotationsdruck, wo alles sowieso dicker wird, das ist einfacher. Das ist mehr das, was wir normalerweise gerne vor Augen hätten. Garamond, auch bei 9 Punkt. Jetzt nochmal kleiner. Also was passiert, also das war jetzt 9 Punkt, was passiert bei 6 Punkt? Und da haben wir zum Beispiel eine Adobe Garamond. Da merkt man schon, dass 6 Punkt nicht mehr so einfach ist für den normalen Leser. Man kriegt das hin, aber es kommt unter der Wahrnehmungsgrenze. Das erklärt auch, warum eine zu magere Times wirklich schwierig wird. Und das heißt, zeigt auch, dass wenn wir Bodoni vor Augen haben, dann wird es schon sehr kritisch, was da unten passiert. Also 6 Punkt Bodoni ist sowieso schwierig, aber bei 6 Punkt kommt man schon arg an den Grenzen. So, also was macht man nun dagegen in der Schriftgestaltung? Wir wissen das alles, ne? Wenn es auf die Größe ankommt, wie kann man kleine Schriften groß machen? Weil darum geht es natürlich. Es muss alles so groß wie möglich aussehen, weil wir es dann leichter haben. Und das ist das, was hier passiert. Also jeder, der InDesign gekauft hat und dann auch die Schriften dazu installiert hat, merkt, oh, wenn ich dann jetzt bei der Garamond Premier Pro komme, dann kriege ich hier so eine Wahnsinnsliste, ne? Also ich kriege hier Regular, Subhead, Display, Caption in der falschen Reihenfolge. Was habe ich da eigentlich? Oh nee, das ist eigentlich richtig, ne? War früher nicht so. Also ich bekomme diese Unterschnitte, ne? Und dann sehen sie eigentlich verdammt gleich aus. Was ist da eigentlich los? Und wenn ich zum Beispiel diese Display-Variante nehme, dann sieht das so aus. Das ist eine sehr elegante Schrift, ne? Und dann mache ich die immer kleiner und irgendwann mal ist das nicht mehr schön hier, ne? Oder beziehungsweise ist auch schwer zu lesen. Also Sie sehen, dass die hinteren Reihen können hier auch kaum noch wahrnehmen, was hier unten los ist. Also Display-Design-Größe ist zu mager in kleinen Schriftgraden. Wenn ich dann die Caption nehme und mir da schön die Headline vorführe, dann sieht das so aus. Also ja, nichts mehr so schön. Es fehlt die Eleganz, es fehlen die Haarstriche, aber hier nach unten ist das Ergebnis viel besser. Also die hinteren Reihen können das hier besser lesen als das hier. Ne? Das ist zu mager, das ist kräftiger. Ja, was passiert da eigentlich? Kann man hier sehen, also wenn ich die jetzt alle vier mal untereinander absetze in der gleichen Punktgröße und ausdrucke und mir vor der Nase halte, dann kriege ich ungefähr dieses Bild. Also Display ist am elegantesten, da sind die Haarstriche am dünnsten und Regular ist hier und Caption, das ist Englisch für Bildunterschrift, also ungefähr Nebentext, dann bekomme ich dieses Bild mit den kräftigeren Serifen. Wenn ich hier die A's und E's nebeneinander setze, dann sehe ich sogar noch, dass die X-Höhe auch ein bisschen größer gemacht ist. Also es geht darum, diese Schrift so groß wie möglich erscheinen zu lassen und die Details, die hier zu elegant sind, hier alle ein bisschen aufzumotzen. Es ist getuned sozusagen. Ja, das ist die ideale Skala. Ist natürlich nicht lückenlos, weil ich habe ja nur 4. Und ich werde ja immer Stufen sehen und am Bildschirm ist das natürlich auch anders als auf dem Beamer, anders auf Papier, aber im Print ist das hier eine gleichmäßige Geschichte. Also ich habe hier jede Designgröße, so nennen wir das dann, in seine richtige Größe abgesetzt. Ich habe jetzt das Gefühl, dass es einigermaßen gleichmäßig ist, dass die Schrift nach unten nicht dünner oder dicker, oder nach unten dicker wird oder nach oben. Nach unten dick, dünner und nach oben dünner. So. Gut, also nochmal in groß, elegant, etwas plumper. Ich wusste nicht, dass Buchstaben so lustig sein können. Ja, das hier ist, was passiert. Man kann jetzt alle Details beschreiben hier, von was ist hier im Einzelnen überall los, aber eigentlich kann man alles auf einen Nenner bringen und das ist die Kontraste werden verkleinert. Das ist der Nenner, worauf sich alles zusammenführt. Strichstärkenkontrast wird verringert, kleinste Innenformen werden vergrößert, die X-Höhe wird vergrößert und Ober- und Unterlängen werden kürzer. Würdest du verstehst, warum die gelacht haben. Es liegt darin, dass er versucht zu deuten, wie der Vortrag noch ist. Weit, weit gefehlt. So, es ist auch nicht mehr so viel.
So. Also das Witz, wenn wir jetzt noch kleiner gehen würden, dann würden wir hier hinkommen. Das ist die kleinste Schriftgrad. Und wenn wir jetzt nicht mehr Caption haben oder Konzentrationstext, dann würde ich Signalisation kriegen, also für die Wegweiser. Dann müsste ich den Kontrast immer geringer machen. Das heißt, H-Linie noch dünner, Serif noch kräftiger, würde ich EGTN kriegen. Aber das ist natürlich problematisch, weil diese dicke Serifen, also wenn hier jetzt auch eine wäre, was Gott verhüte, dann läuft das hier zusammen. Also ich kann für, wenn es darum geht, diese Öffnungen hier zu handhaben, dann kann ich keine EGTN benutzen. Aber sonst, und deswegen sieht es auch so aus. Ja, das ist die Thesis Slab und die Thesis Sans. Und deswegen benutzen wir für Signalisation keine EGTN. Also, in Printmedien ist eine Einschränkung der Schriftarten auf die grotesk-weder Wünsche spät noch erforderlich und das gleiche gilt für Informationsträger, die nicht auf große Entfernung gelesen werden müssen. Verbesserte Darstellungstechnik und zunehmende Auflösung ermöglichen eine Steigerung der Darstellungsqualität von Antiquarschriften. Also umso höher die Auflösung am Bildschirm, umso einfacher kann ich auch eine Antiqua lesen. Also heutzutage Georgia auf dem iPad oder auf dem iPhone ist überhaupt kein Problem. Georgia auf Windows 95 auf dem VGA-Schirm ist die Hülle. Jo, was packt man nun in die Norm? Dann kommt man am Anfang hier, ne? Alle Schriften gibt's und ja, was nun machen? Wie nun sortieren? Weil sie sind uns alle lieb. Aber wenn wir sie einteilen, wenn wir sagen, Signalisation, Konsultation, Lesetext, hier, das ist was die Mitte sozusagen, was wir für Printmedien oder für Bildschirmmedien inzwischen auch benutzen können und hier ist alles Schalttext. Also es mag immer rigide klingen, wenn man anfängt, Regeln aufzustellen, aber das ist eigentlich das, was wir machen. Wir machen kein Buch aus einer fetten EGTN. Wir machen auch kein Magazin Textschrift aus dieser schmalen Schrift oder die Bordeaux hier oder aus einer Helvetica Light. Ja, wieder schon, wenn man als Designer ein Statement abliefern will, aber nicht, wenn man einen Roman für Suhrkamp macht oder wenn man die Süddeutsche Zeitung gestaltet. Also, das ganze Rechenwerk dazu, Schriftgrößen, das lasse ich jetzt mal aus, sonst werden wir nicht fertig. Und das hier muss man eigentlich nur wissen, nicht schmal, nicht breit. Breit, weil unökonomisch und schmal, weil die Zwischenform zu klein wird. Besser sieht man es hier dran. Und das sind eigentlich die Bereiche. Ne? Das ist zu dünn, das ist zu dick. Und wenn es ums Lesen geht, habe ich das hier. Kleinere Geraden müssen die Haarlinien kräftiger werden. Und hier, das ist das Zeug für die Wegweiser. So kann man das ungefähr einengen. Das Subjektive ist natürlich dran, ich muss den Text erstmal einordnen. Ist das nun ein Lesetext, ist das dies oder das? Ne? Also auch wenn man eine Norm aufstellt, man kann es nicht so absolut machen, dass man Verbote aussprechen muss. Man muss ja immer gucken, wo man ist. So, jetzt haben wir noch die Geschichte mit den bösen und guten Schriften. Was ich hier gemacht habe, ist, das veranschaulicht das ein bisschen. Also das hat wenig mit Norm zu tun. Das ist hier eine Grafik von, die Frutiger mal gemacht hat. Frutiger hat diesen Vergleich gemacht, um die Schrift für die neue Pariser Flughafen zu verkaufen. Der hat ja gesagt, wenn man Überstrahlung hat oder wenn man schlechte Lesebedingungen hat, dann passiert das hier. Die Schriften laufen zu. Das heißt, ich habe hier eine Unifair und ich habe hier Frutiger, natürlich beide von Frutiger. Und wenn ich hier auf die Schrift gucke, dann habe ich hier eine vertikale Betonung. Das S schließt und das E schließt auch hier. Und diese Dinge sind einfach schneller gefährdet für solche schlechte Lesbedingungen, also verringerte Sehschärfe, schlechtes Wetter, schlechte Darstellungstechnik, Überstrahlung, alles was das Zeug hält. Also diese Schriften halten einfach länger durch. Und deswegen sind sie unter schwierigen Umständen schlechter lesbar. Das heißt natürlich nicht, dass wir sie nie benutzen können. Wir müssen nur dafür sorgen, dass das nicht eintritt. Und das ist unsere Aufgabe als Kommunikationsdesigner. Also wir müssen dafür sorgen, dass das nicht passiert. Und solange, oder möglichst nicht passiert. Und dann haben wir natürlich auch die Freiheit, das zu benutzen.
Das ist die ganze Geschichte hier. Oben habe ich alles, was basiert auf die Renaissance-Antiqua. Das ist alles, was basiert auf die klassizistische. Und das ist hier der Übergang dazwischen. Egal, ob hier Antiqua oder Grotesk, die kann ich genauso gut einteilen. Das ist eine längere Geschichte. Da gehe ich auch jetzt nicht drauf ein. Es gibt einen Artikel in Design Made in Germany und da steht das ausführlicher drin. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, zu den Casus Knactus. Es geht natürlich nicht um die Serifen, es geht um das Prinzip, worauf wir die Schriften aufgebaut haben. Weil alles, was hier steht, hält diese Frutiger-Test viel länger durch als alles, was hier ist. Das ist, hier steht Univer, Lubelin, Excelsior, Waubaum, Buch, Bodoni und oben haben wir Garamond, Swift, Thesis, Frutiger. Und so liegt es. Es liegt nicht unbedingt nur daran, ob Schriften Serifen haben. Es geht um den Kontrast, der hier meistens zu hoch ist. Und es geht um den Aufbau der Schrift. Also nochmal schnell diese Dinge durch, dann bin ich auch fertig. Es ist immer der gleiche Test. Es ist ungefähr der gleiche Test, der Frutiger gemacht hat. Ich hab das Ding nachgebaut. Ich habe so lange in Photoshop gefummelt, bis genau das passierte, was Frutiger auch gemacht hat. Und das habe ich einfach ohne Wenn und Aber, keine Tricks, angewendet auf die ganze Palette. Also hier bleibt alles heile. Nur hier wird es schwierig, aber das wussten wir auch. Das ist historisch gesehen, hat die Garamond ein kleines E-Auge und Schriften, die ein bisschen größeres E-Auge haben, überleben länger. Palatino schneidet deswegen auch eigentlich ziemlich gut ab und auch so eine Schrift wie Documenta, die behält alle ihre Details. Sie sind weniger scharf, aber alles, was ich brauche, um diese Dinge, um diese Zeichen einwandfrei voneinander unterscheiden zu können, die sind gehandhabt. Hier habe ich die Times, das wird schon schwierig hier. Aber auch diese Gruppe kommt so einigermaßen durch. Also es geht um die Größe der Inform. Die muss groß genug sein, damit sie nicht zuläuft. Hier kriege ich die Probleme. Gleiche Filter, gleicher Effekt. Hier fangen an, die H-Linien wegzubrechen. Hier kann man auch sehen, warum es Serifen gibt. Wenn der Kontrast groß ist, wenn die H-Linien dünn werden, dann brauche ich am Ende eine Verdickung, um dafür zu sorgen, dass ich dieses Detail noch wahrnehmen kann. Sonst ist das V kein V mehr. Und wenn ich zurückspringe, weil ich mir nicht so ganz sicher war über das Wort, was ich da intuitiv beurteilt habe beim Lesen, dann brauche ich diese Information. Und deswegen ist diese kräftigere Variante einwandfreier als diese empfindliche Geschichte. Wichtig ist natürlich auch die Zurichtung, weil wenn das Zeug zu eng steht in kleinen Graden, dann läuft das zu und dann leidet hier die Unterscheidbarkeit der einzelnen Buchstaben. Hier läuft das E zu. Das gleiche in Grotesk, das hatten wir eigentlich bei Frutiger. Auch hier, wenn es zu eng wird, dann fangen die Probleme an. Helvetica läuft enger als Univer. Und dann sagen wir immer, ja, es ist schöner. Es ist nicht nur schöner, es funktioniert auch besser. Weil hier fängt das an zuzulaufen. Bei der Helvetica ist hier einfach weniger drauf geachtet als bei der Univer Next. Hier ist DIN, FF DIN gegen die Mittelschrift. Und auch eine Egyptienne kann wunderbar funktionieren, wenn sie nur genug Laufweite hat. Am Ende diese Geschichte, also Cecilia Thesis, Wayfinding Sons und die Frutiger. Am Ende, Leserlichkeit ist ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Einige wichtige Faktoren lassen sich normen, aber das Gelingen vom Projekt wird nach wie vor viel Fachwissen und Erfahrung erfordern, weil das ist schon ein ganzes Flow-Zirkus, was man da managen muss. Schriftklassifikation, also das, was wesentlich war, können wir in Deutschland nicht benennen. Wir können nicht benennen, was der Unterschied ist zwischen die Frutiger und die Univer. Und das ist nicht richtig. Wenn wir nicht als Grafiker und als Typografen und als Schriftdesigner nicht benennen können, was wichtig ist beim Entwerfen, dann wie wollen wir es dann unsere Kunden erklären? Ist das eine Grotesk mit Renaissance-Betonung? Ist das eine humanistische Linear-Antiqua? Und so weiter und so weiter. Ist das eine dynamische Grotesk? Also ich möchte da eigentlich mal, dass wir uns da einig werden. Und einer der nächsten Schritte wird wahrscheinlich sein, dass wir die Schriftklassifikation endlich mal bei den Hörnern nehmen. Tipps,
wer sich weiter vertiefen möchte. Das letzte Stück findet man in Design Made in Germany, heißt Funktionale Serifen, hat man leicht gegoogelt. Die neue Norm Schriftenleserlichkeit ist ab April 2013 lieferbar. Also nicht jetzt bestellen. Aber jetzt kriegt man noch die alte Version, das dauert noch ein bisschen. Und Mittwoch, 27. November, schon mal notieren, wir werden mit den Leuten, die im Ausschuss waren, Indra Kupferschmidt, Ivo Gabrovic vom Fondshop, Jürgen Siebert, zwei Leute von Linotype, Ottmar Höfer und noch jemand anders, werden wir eine Tagung organisieren, plus noch ein paar weitere Experten. Es werden auch wieder Leute von DBSV kommen, die ihre Welt, ihre Sicht der Dinge erklären werden. Und da geht es vor allem um Schrift in technischen Anwendungen. Ja, ich hoffe, dass ich euch entweder bei einem von diesen drei Dingen mal wieder begegne, und hier kann man wunderbar diskutieren. Also alle Fragen, wofür jetzt keine Zeit ist, kann man ja auch da loswerden und vielleicht sonst bei einer nächsten Tagung zu diesem Thema. Ich danke recht herzlich für die Geduld. Ich weiß, es war jetzt ein relativ harter Ausflug in nochmal eine ganz andere Betrachtungsweise des gleichen Themas. Sehr spezial. Und ich würde jetzt einfach ein bisschen aufgrund der fortgeschrittenen Zeit gerne darauf verzichten, noch eine Fragerunde zu machen, sondern darum bitten, dass in der jetzt folgenden Pause einfach direkt mit dem Albert Jan Pohl gemacht wird. Wir machen eine Viertelstunde Pause. Danke. Okay.